Seit mittlerweile 25 Jahren zeigen die Lichter des Rheinturms den Düsseldorfern die Zeit an. Der Lichtzeitpegel, so nennt er sich, es ist die größte Dezimaluhr der Welt, wurde vom Lichtkünstler Horst Baumann konzipiert. Und ich freue mich jetzt ganz besonders, ihn am Telefon begrüßen zu dürfen. Vorab möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, die Internetseite vorstellen. Unter www.laserscape.de erhalten Sie natürlich viele Informationen zu den Projekten, die Herr Baumann konzipiert und entwickelt hat. Und unter Rheinturm erhalten Sie auch wunderschöne Bilder für all diejenigen, die nicht aus Düsseldorf kommen sollten und dieses Spektakel noch nicht kennen. Liebe Zuschauer, es ist auf jeden Fall nicht nur eine Reise wert, sondern man sollte sich gerade mit diesem Prinzip mal etwas genauer auseinandersetzen. Und über das Prinzip und Projekte etc. sprechen wir jetzt gemeinsam mit Herrn Horst Baumann. Guten Morgen, Herr Baumann, ich grüße Sie. Schönen guten Morgen, Frau Peter. Die größte Dezimaluhr der Welt wird 25 Jahre alt. Da darf man an erster Stelle erstmal gratulieren. Danke. Was ist das für ein Gefühl für Sie, wenn Sie wissen, seit 25 Jahren steht nicht nur der Rheinturm, sondern auch dieser Lichtzeitpegel? Das ist natürlich ein ganz gutes Gefühl, denn es sind jetzt 25 Jahre und 11 Tage genau. Ja. Und als ich das Ganze am 24. November 1981 installiert hatte und wir das Ganze zum ersten Mal zum Laufen gebracht hatten, war das natürlich ganz fantastisch als Situation. Ja. Und seitdem tickt diese Uhr, genauer gesagt, die tickt natürlich nicht die Zeit akustisch, sondern die zeigt sie optisch an als dezimale Zeitskala. Wie muss man sich das im Einzelnen vorstellen? Für all diejenigen, gerade aus Düsseldorf und Düsseldorfer, werden es kennen, aber die aus dem Umland vielleicht nicht. Wie muss man sich so eine Uhr vorstellen? Vielleicht erklären Sie einfach mal ganz kurz das Prinzip. Ganz genau. Der Turm wurde von Harald Deilmann, dem Architekten, gebaut und war der letzte Turm in der Reihe der Fernmeldetürme, die es in der Bundesrepublik gibt. Es gibt ja große Beispiele, auch in der näheren und weiteren Umgebung. Ja. Und ich hatte ursprünglich für die Oberkasseler Brücke in Düsseldorf, die damals neu gebaut wurde, genau gesagt 76, eine Skala entwickelt, die den mittleren Pylon der Brücke, den man jetzt auch im Bild sieht, das ist übrigens die Kniebrücke im Vordergrund, die diesen Turm illuminiert, diesen Pylon illuminiert und stellte dann fest, dass es auf diesem Pylon nicht realisierbar war, wegen der geringen Anzahl der Fenster, die schon festgelegt waren. Und dann habe ich meine Konzeption, die ursprünglich also als Brücke mitten im Rhein stehend die Zeit anzeigen sollte in dezimaler Klassifikation, Übersetzung, das heißt also, es gibt Einer und Zehner, das gilt für die Sekunden im unteren Bereich, für die Minuten zwischen den beiden Flugfeuern und die Stunden über dem oberen Flugfeuer. Ja. Diese Skala habe ich dann gelegt, projiziert auf die Zeichnungen des Turms, der im Bau war, und siehe da, der Turm sah auf einmal so aus, als ob er zu keinem anderen Zwecke gemacht worden wäre, als diese Zeitskala aufzunehmen. Der Turm hat 62 Bullaugen und diese wurden mit zunächst Glühlampen gestaltet, mit Reflektoren, die das Licht also sehr schön durch diese 50 cm Durchmesser messenden Lichtkuppeln herausschickten. Das geschieht natürlich alles nur am Abend oder in der Nacht. Mhm. Und die Idee war einfach, ein Programm zu entwickeln, das sich allenfalls alle 24 Stunden wiederholt. Und so ist der Rheinturm entstanden als eine Skala, die das Licht in dezimaler Übersetzung anzeigt. Ja, jetzt haben Sie in Ihrer Vergangenheit ja schon so einige Projekte in dieser Form entwickelt und konzipiert. War das denn so eine ganz besondere Herausforderung damals? Natürlich. Viele Leute hatten ursprünglich gedacht, sowas ist gar nicht machbar, denn es gibt natürlich eine ganze Reihe technischer Schwierigkeiten, wie es sich schon am Pylon der Brücke eigentlich gegeben hätte. Und diese Schwierigkeiten konnten aber mit Hilfe von Freunden und von der Industrie auch, mir hat also seinerzeit Erko sehr geholfen, das Ganze zu machen, bewältigt werden, sodass eben seit dem 24.11.1981, das war fast ein halbes Jahr vor der Fertigstellung und Indienststellung des Turmes, diese Skala aufleuchtet und seitdem den Düsseldorfern, dem größten Teil Düsseldorfs, die genaue Zeit anzeigt.
Herr Baumann, abschließend noch eine Frage. Was sind Ihre derzeitigen Projekte? Ich arbeite im Moment und bin gerade heute Nachmittag dabei, auf der Sparkasse eine kleine Laserinstallation einzurichten. Ja. Die Sparkasse und Kirche, Johanneskirche miteinander verbinden, ja, um damit einen Hinweis zu liefern, das ist sowas wie ein Fingerzeig, ein lichtvoller Fingerzeig, sage ich immer, der darauf hinweist, dass die Johanneskirche übrigens in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden ist. Und das auch morgen und übermorgen feiert. Und diesen lichtvollen Hinweis übersetze ich in Form einer kleinen Lichtbrücke zwischen dem Sparkassenturm und dem Turm der Johanneskirche. Dann sind Sie ja im Moment noch in den Vorbereitungen und wünschen wir Ihnen natürlich vom gesamten Team alles Gute, viel Danke Erfolg Ihnen. Natürlich, nicht nur für dieses Projekt, sondern für Ihre weiteren Projekte vor allem. Vielleicht darf ich noch sagen, darf ich noch eben sagen, dass das Ganze auf einer Stiftung basiert. Ja. Illuminated hilft dabei, dieses Projekt zu realisieren. Und wir hatten das von langer Hand vorbereitet und freuen uns natürlich besonders darauf, zur Adventszeit jetzt ein erstes Lichtlein auch wieder über Düsseldorf anzünden zu dürfen. Herr Baumann, herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Viel Erfolg weiterhin. Danke Ihnen. Dankeschön. Gut Licht. Ja, gut Licht. Dankeschön. Das war Horst Baumann, Lichtkünstler aus Düsseldorf. Liebe Zuschauer, auf seiner Internetseite erhalten Sie natürlich nicht nur Informatives, sondern natürlich auch wunderbare Bilder. Und hier sehen Sie unseren Rheinturm hier in Düsseldorf mal richtig wunderbar erleuchtet. Natürlich auch im Hintergrund das Feuerwerk. So, wir